Hey Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront. Wir spielen nochmal eine Runde Fracht. Da habe ich jetzt Bock drauf. Die letzte Runde lief so phänomenal gut, zumindest wenn man mal so ein bisschen auf die KD schielt. 25 oder 26 zu 6 oder was das waren. Scheiße. Der hat mich jetzt echt richtig erschreckt. Ich war jetzt gerade noch so ein bisschen im Imperialmodus und habe nicht dran gedacht, dass ich ja jetzt Rebell bin. Boah, bin ich dämlich. Oh, bin ich bescheuert. Das kann auch nur mir passieren. Der ist hin. So, dann eskortieren wir mal ihn hier. So, volle Konzentration. Jetzt bloß nicht in Feindfeuer reinlaufen hier. Fracht erbeutet. Jawollingen. Das ist die Führung. Was? Wie? Wer? Wann? Wo? Warum steht denn das jetzt plötzlich wieder 5 zu 5? Boah, die sind hier gerade... Kommen sie gerade von allen Seiten so ein bisschen. Ich hole mir mal ein paar Aufladungen. Ich nutze das Ding, was ich da jetzt habe, die Karte überhaupt nicht. Und dieser Ionenschuss. So, ich habe ihn jetzt mal aktiviert. Ob das was bringt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich jetzt schlecht sagen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich komme damit irgendwie nicht klar mit dem Ionenschuss. Verfolge den Träger. Was? Wie? Ah! Ich muss mal gucken, dass ich die ein bisschen flankiert kriege. Die haben uns hier... Uiuiui, das war knapp. Also hier unten in dem Hangar ist das schon ein bisschen eklig. Scheiße. In dem Hangar ist das schon ein bisschen eklig, weil der ein bisschen unübersichtlich ist hier unten und die Gegner gute Deckungen haben und sehr viel im Weg ist. Oh, in den Fuß geschossen. Scheiße. So, das läuft jetzt schon mal nicht so gut wie im letzten Match. Das lief um Lichtjahre besser. Scheiße. So, was kriegen wir? Was kriegen wir? Annäherungsbombe. Oh, falsche Richtung. Da lang. Die Frage ist natürlich immer, wo legt man das Ding hin? Am besten. Am besten irgendwo in der Nähe der Fracht.
Hier hinten hat sich doch gerade einer hingehockt. Uiuiui. Dieser Bunker ist voller Gegner. Wir sind in der Unterzahl. Oh, da vorne rennt er, da vorne rennt er, da vorne rennt er. Ach Mensch, bleib doch mal stehen da. Ich hab doch. Gute Arbeit. Sehr schön. Also wenn die Annäherungsbombe den Gegner schon nicht direkt killt, hat man wenigstens eine gute Chance, den Gegner ganz kurz ein kleines bisschen zu bremsen, damit man selbst ein kleines bisschen Vorsprung gewinnt. Insofern, also diese Annäherungsbombe ist, wenn man so ein bisschen versucht, taktisch zu spielen, ist das Ding echt verdammt praktisch. Scheiße. Das ist auch wieder so ein... Was ist das denn hier? Das ist ein offener Schlagabtausch hier. Ohne dass einer sich wirklich so einen richtigen Vorteil erspielt. Los, komm, 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 komm. Das sind ja so Matches, die ich mag, wenn es so richtig spannend ist, wenn das so ein bisschen auf Augenhöhe ist. Das macht richtig Spaß. Oh, hab ihn aber doch noch mit erwischt. Scheiße. Ah! Jawohl, Annäherungsbombe. Sehr praktisches Teil. Wie bereits erwähnt. Hab dich trotzdem noch mit erwischt. So, warum habe ich jetzt überhaupt keinen Partner? Hier drin sind wir heillos unterlegen. Autsch. Das wäre jetzt doof gewesen, da zu schießen. Dann hätte er mich nämlich direkt gesehen. Der Feind hat die Fracht gesichert. Ja, ja, wir haben ja auch jetzt gerade die Fracht auf dem Buckel. Vielleicht holen wir uns wenigstens erstmal den Punkt wieder. Uiuiui. Ist egal, ich bin bloß zum Eskortieren da gewesen. Scheiße. Wo bin ich? Ach, hier bin ich. Fracht gesichert. Jawohl. Dann haben wir uns wenigstens erstmal den einen verlorenen Punkt wiedergeholt. Oh, du Scheiße, hier ist alles voll von denen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll hier. Fuck. Ich wollte ihn jetzt mit einem Nahkampfangriff
eine Nackenschelle verpassen. Scheiß. Oh, war das knapp. Boah, das sind jetzt gerade ein bisschen sehr viele gewesen da oben drin. Sie haben ihre Fracht zurückgebracht. Ah, verdammte Hacke. Hier drin sind sie uns zahlenmäßig überlegen. Also, das war ja großartig. Ja, das war auch großartig, wollte ich. Kacke. Ich wollte gerade sagen, weil ich großartig bin und renne dann voll in so eine Explosion rein. Scheiße. Aber wir müssen auf jeden Fall wenigstens noch den Ausgleich schaffen hier. Aber der Gegner hat sich jetzt ganz gut zurückgezogen. Scheiße. Ja. Jetzt haben sie sich hier so ein kleines bisschen eingelullt. Jetzt haben sie sich verschanzt da hinten. Und wir kommen nicht so ohne weiteres an die Fracht ran. Aber wir können ja was ausprobieren. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber... Vorsicht, Vorsicht, da steht ein Geschütz. Die Fracht ist in unseren Händen. Bringt sie jetzt zur Basis. Krieg? Oh, ich habe den nicht gesehen eben. Scheiße. Das sah ihm so aus, als ob die ihre und unsere Fracht direkt nebeneinander lag. Und als ob ich erst die eine gesichert habe, also unsere, und dann die ihre Fracht aufgenommen habe und dann hat er mich abgeknallt. So sah das für mich aus eben. Genau den habe ich nämlich eben gesucht. Ah, fuck. Ah, los, wenigstens den Ausgleich. Komm, komm rein hier, Keule. Los, 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 los. Alter. So, wir haben auf jeden Fall erstmal wenigstens den Ausgleich geschafft. Die Zeit läuft auch ab. Das bringt jetzt nichts, hier nochmal in die Offensive zu gehen. Da lass es doch lieber beim Unentschieden. Jawohl, Unentschieden. Jui, ja, wenigstens etwas und direkt noch Rang 9 geschafft. Sehr geil. 21, 16.
Ah ja, ich bin relativ häufig hops gegangen in der Runde, das muss ich schon gestehen. Aber naja, kann ja nicht immer so geschmiert laufen wie in der Runde davor. So, Freunde, dann schauen wir doch mal eben. Gut, ich hab ja Rang 9 noch geschafft. 8650 für Auszeichnungen. Oh, passt. Nehme ich gerne mit. So, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man das hier nicht überspringen kann. Aber naja, was soll's. Ich sage hier erstmal danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Vergesst das Däumchen und das Abonnieren nicht. Wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.